Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wasteland. Ja, letzte Folge war interessant. Also, erzählen wir lieber nicht mehr drüber. Das ist schon alles gut so. Wir machen jetzt einfach mal hier weiter mit Excavation und dann sehen wir mal weiter. Wir gehen mal außenrum, weil es schön aussieht, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal, wo man lang geht. Jetzt die große Frage, wir haben noch ein Telum. Uiuiui. Und das müssen wir dafür aufbrauchen. Das und Tutamen müssten wir noch gut haben. So, und dann ist es ja eh egal, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben keine Chance, das in 4 zu schaffen. Das heißt, es ist eigentlich auch scheißegal, warum. Und hier rum sieht schöner aus, keine Ahnung. Ja, wobei, wir können ja mal gucken, was denn besser geht. Also, Perdition, ne? Perdition. So, für die Strecke von Magic zu Perdition bräuchten wir Vitium, Perdition, Mortus, Corp. Und wieder Mortus. Okay. Und wie wäre das von Terra? Von Terra? Wäre es Victus, Farmis, Vakuos, Magie und auch wieder Vitium. Ha. Das ist natürlich so eine Sache. Mit dem Vitium. Weil Vitium haben wir schon wieder nicht mehr, ne? Das war Magic und Perdition, aber Magic noch haben was. So, einen brauchen wir auf jeden Fall, machen wir mal zwei. So, auf dem einen Weg bräuchten wir Magic, davon haben wir halt nicht viel. Ansonsten auf dem anderen, und Vakuos. Vakuos haben wir auch nicht viel. Auf dem anderen wäre halt Corpus und Mortus noch mit drinne. Mortus haben wir halt noch weniger. Das wäre auch wieder Victus und... Nee, das funktioniert schon nicht. Und Corpus haben wir noch gar nicht, oder? Soweit ich weiß, Mortus und Bestia... Oder, nee, doch, das müssten wir doch haben, oder? Doch, da. Corpus haben wir sogar richtig viel. Dann wird sich der Weg ja sogar lohnen. Dann würden wir einfach ein bisschen Victus und Perdition noch für... das einsetzen... Müssten wir halt ein bisschen neues Victus machen. Wir machen einfach dann noch mehr Victus mit Aquos und Terra. Müssten wir genug haben, ne? Einfach ein bisschen Aquos und Terra. Und dann ist gut. So, da haben wir 16. Da haben wir 37. Ja. Machen wir mal 10 davon und dann ist gut. Ja, dann haben wir endlich mal wieder ein bisschen was davon. So, dann machen wir direkt ein bisschen Mortus draus noch. Ja, dann haben wir davon erstmal wieder. So. Und dann haben wir den Weg eigentlich, ne? Dann haben wir hier das eine Vitium. Dann ein Perdizio. Hä? Oh. Das Scribing-Tool ist alle. Das heißt, wir brauchen Tinte. Okay, wir brauchen neue Tinte. Das heißt, ich habe keine neue Tinte. Wir müssen rüberfliegen. Gucken, ob die da drüben noch Tinte haben. Ja, okay. Jetzt kommen hier meine... Ach komm. Ja, so. Meine Researches zu einem Ende. Das wäre natürlich sehr unschön. So, warte. Kurz. Da. Ja, wir machen nochmal kurz hier sub, so, damit ich meine Aufnahme selbst sehe. Das ist sehr gut. So. Dann schauen wir mal. Habt ihr hier irgendwo ein wenig... Ah, ja, guck mal. Ich klaue mir mal ein. Ich gehe mal davon aus, das wird so gemacht.
Genau. Perfekt. Ich denke mal, da wird mir keiner böse sein, ne? Wenn wir eben uns das eine bisschen geschnabbelt und können dadurch schön weitermachen mit unseren Researches. Oh ja. Swupsidoodidupsidoo. So, dann gehen wir wieder hoch und machen das hier rein. Also, welchen Aspekt brauchten wir jetzt? Perditio. Puff. So, jetzt geht das wieder. Dann Mortus Corpus Mortus. Können wir direkt mal das hier rein. Zwei Mortus. Puff. So. Ja. Dann haben wir's mal. Excavation Focus. Badoots. Ja, dann essen wir mal eben kurz was und dann schauen wir mal nach. Wie genau funktioniert denn das jetzt? Nein. Da. Auch mit Nether Quartz. Man braucht für so viele Scheiße Nether Quartz, Alter. This focus turns your wand into a tool capable of moving vast amounts of earth and stone with little effort. Simply point it at what you want to excavate, and the magic does the rest. Together, materials take longer to mine, and anything other than earth, stone or similar materials will take much longer to mine. Okay. Habe ich Tafa gelesen, oder? Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, haben wir. Jetzt fehlt nur noch Equal Trade, im Grunde. Haben wir Equal Trade nicht sogar? Destination. Okay. Im Grunde, na, Equal Trade braucht man halt eigentlich auch nicht, ne? Das ist so. Boah, das ich. Ja, ich weiß nicht. Also. Steht hier schon. Nee. Hier steht auch nur das. Ich würde halt gern mal hier weiterführend haben, ne, um bessere Stäbe machen zu können. Aber auch so generell, wir bräuchten halt mal. Bräuchten halt Nether Quartz. Care must be taken when aiming as the ice chunks tend to bounce off solid bottom. Okay, ja, also. Das, die beiden sind quasi so Angriffsstäbe, zaubermäßig-däßig, ne? Die können wir dann auf unseren Stab packen, soweit ich das weiß, auf unseren Zauberstab, und dann können wir Puff-Puff machen. Ja, den Focus-Pouch brauchen wir halt eigentlich auch noch nicht, ne? Ich leg das mal ein bisschen hier rein. Was könnten wir denn sonst noch so machen? Wir könnten halt hier noch weitermachen. Ah, können auch das hier noch weitermachen, Node in the Jar. Oder aber wir führen hier weiter. Wie ist denn eigentlich Magic Metallurgy? Ein bisschen Magic und dann Taumium. Brauchen wir denn für irgendwas Taumium? Ich habe gar keine Ahnung. Metal Purification, Metal Transmutation. Boah, ich weiß ja auch nicht, was gibt's denn hier alles so? Woher kriege ich denn die geilen Sachen? Wo schließen die sich denn an? Ich hätte jetzt gedacht bei den Foki, oder? Ja, und Golemancy ist sowieso Hungry Chest, ja. Ach so, haben wir nicht, um das zu machen? Okay, gut. Haben wir nicht. Ich dürf. Ja gut, im Grunde könnten wir einfach mal die hier machen, die wir noch haben. Ah, da wissen wir immer noch eins nicht, ne? Ein Copper Wand? Ja, boah, ich meine. Ich weiß halt nicht. Das ist halt so ein einzelner Ast da noch. Ich weiß nicht, ob der noch zu irgendwas weiterführt, vielleicht. Ich werde es einfach mal der Vollständigkeit halber machen, oder? Was haltet ihr davon? Wir gucken einfach mal, also. Ist ja ein recht einfaches. Wir machen mal von Instrumentum zu
Metallum. Ja, in drei Stingensen. Tutamen, Terra und Vitreus. Das sind doch Sachen. Davon haben wir doch einiges. So. Tutamen, Terra und Vitreus. So, und dasselbe dann nochmal zu Permutatio. So, Fabrico, Instrumentum, Ordo. Okay. Andere Frage, wie wäre es von Metallum zu Permutatio? Terra, Vitreus, Ordo. Das ist doch günstiger. Dann mach mal einfach hier Terra, Vitreus, Ordo. Und fertig haben wir mal eben die Copper One Caps. So. Okay, ist einfach nur so ein Ding. Okay, ja, warum eigentlich auch nicht? Ist ja jetzt kein Problem. Destillation, ne? War das, wo uns noch was fehlt. Das heißt, ich weiß nicht, ich würde ganz gerne mal da unten weitermachen. Müssen wir uns mal das Scribing-Tool nehmen. Und uns die beiden Sachen holen. So, das kommt wieder hier rein. Hier, Metal Transmuter. Oh, ne, das ist ja super einfach. Das hat man ja gerade den Weg, ne? Hier. Terra. Vitreus. Ordo. Das ist ja mal... Das ging ja jetzt schnell. So, Metal Transmute... Oh! Okay. You have discovered a way to multiply iron by steeping iron nuggets in metallum harvested from other metals. Aha, das heißt, ich kann jetzt einfach... drei Nuggets reinpacken und krieg zwei Metallum... Ach nee, Metallum muss ich... Hä? Nee, warte, hä? Ich brauch den Aspekt 2 Metallum und krieg dann aus einem Nugget 2 Nuggets, 3 Nuggets raus. Ja gut, okay, ne, ist jetzt... So geil ist es nur auch wieder nicht. So, und jetzt kann ich mir die hier einfach kaufen quasi. Aber... Ach, so unbedingt brauchen tue ich das jetzt nicht, ne? Naja, guck mal, von Metallum nach Ordo. Das ist doch auch nochmal so ein einfacher Weg. Den können wir doch auch noch eben machen. Vitreus, Ordo, Vitreus. Ja, langsam geht uns das Ordo aus, ne? Ja. Aber okay, haben wir das erstmal so bedutzt. Ach, du heilige Scheiße. So, Metal Purification. Was ist das denn? Native Clusters are rare. Concentrations of matter in its purest form. You have discovered a way to purify and concentrate normal iron ore into a native iron cluster. Okay. When smelted, these clusters produces twice the normal amount of iron ingots. Achso. Das ist ja schön. Aber ich brauche die Aspekte dafür. Genau, man braucht mal die Aspekte. Lohnt sich das, wie viel Metallum hat denn zum Beispiel... Ach nee, Gold konnte ich ja noch nicht scannen. Ne? Okay. Interessant. Aber brauche ich das? Das ist im Grunde einfach nur Metallvervielfältigung. Hier, Magic Tallow, was ist das denn? Gucken wir es doch einfach mal nach. Warum auch nicht? Vorher gucke ich mal, wie lange nehme ich auf. Ah ja... Die Folge dürfte nicht mehr lang sein. Guck mal, das ist auch so ein simples Ding. Dann gucken wir doch einfach mal von Magic zu wie hieß es? Corpus, genau. Corpus. So, in drei Schritten haben wir Vitium, Perditio und Mortus. Naja, schweren Herzens, wa? Vitium,
Perditio haben wir genug. Und Mortus. Es wird immer knapp. Aber hey, haben wir das einfach mal. Aha, Magic Tallow. Was ist das denn? Oh, da kann ich quasi Zombiehorn machen. Processing and heating flesh in a crucible. You can create a mystical tallow suited for many arcane uses. Okay. Can be used to craft candles. It's also possible to craft different colored candles. Ah, okay. Das ist ja schön. Chemical Duplication. Ich nehme es einfach mal. Was ist das denn? Ach so. Ah, das heißt, es geht nicht nur für Gunpowder, sondern generell für vieles. Wenn ich da das richtige... warte mal, kann ich das hier sehen? Nee. Wenn ich also die richtigen Aspekte da reinwerfe für, kann ich die Sachen verdoppeln. Mhm. Das kann ich mir noch nicht kaufen. Mir fehlt... nee, hä? Fabrizio habe ich doch. Was fehlt mir denn dann? Permutatio oder Magic? Ah, mir fehlt Magic. Brauchen wir wieder ein bisschen Vakuos und Potentia. Potentia haben wir noch und Vakuos... auch. Aber nicht mehr viel. Sollte man vielleicht mal ein bisschen R und Perditio reinschmeißen. So. Damit wir immer noch ordentlich R behalten. Und dann haben wir noch mal ein bisschen hier. Und was war jetzt das andere? Genau. Sure. Machen wir davon mal wieder ein bisschen was. Ich hole mir die Research einfach mal. So. Alchemical Manufacture. You have mastered the basics of okay. Das ist ja schön. Dann kann ich so Sachen machen. Ja. Eis. Mhm. Schön, schön. Hier ging es auch noch weiter. Ah ja. Mhm. Oh, Glowstone. Oh. Inksex. Die kann man ja mal gebrauchen. Ein bisschen Aqua und ein bisschen Sensus. Das wird ja wohl kein Problem sein. Ist bestimmt ein Wassereimer oder sowas. Hat bestimmt Aqua und Sensus oder so in der Art. Aber hey, das ist doch mal was, ey. Das ist doch mal echt was. Hey, wir haben was Sinnvolles in der Magie erreicht. So, also, wie gesagt, die ganzen Metalldinger hier, weiß ich jetzt echt nicht, ob die mir irgendwie sinnvoll wären. Hier, ja komm, machen wir halt einfach Equal Trade. Vielleicht passiert was, wenn wir alle Foki haben. Was wollte... Ach Quatsch, ich wollte das eigentlich erwähnen tun, so. Vielleicht, ja, guck mal das einfach mal nach und dann schau mal weiter. Mal sehen, was ich davon haben werde. Da gibt's dann wieder aber einiges, also warte mal, von Soterra. In 5 Schritten, ne? 1, 2, 3, 5, ja. Leider, 5 Schritte, ey. Potentia Ignis Telum haben wir aber nicht mehr, ne? Telum? Ja, Telum. Brauchen wir ein bisschen Instrumentum und Ignis. Ignis müssten wir noch haben und Instrumentum... Oh. Human... Alter, Humanus und Ordo, das ist heftig. Mach mal einen Teil und mach mal, ne? Ich will das jetzt... Also Instrumentum will ich echt nicht verbrauchen eigentlich. Wobei, wir können ja mal nachgucken, was wäre denn... Also hier wären ja auch... 5 Schritte und 1, 2, 3... Auch, ist überall 5 Schritte. Vielleicht ist ja irgendein anderer Weg besser. Zum Beispiel von Terra nach Permutatio wäre vielleicht... Ordo, Vitreus, Metallum. Ja, Ordo haben wir halt nicht mehr so viel, aber immer noch besser, als wenn wir jetzt Telum verbrauchen und Instrumentum. Und dann müssten wir aber noch von Permutatio zu Magic kommen. Und das wäre wieder Ordo. So viel Ordo, Alter. Dann bald kein Ordo mehr. Motus und Volatus. Motus haben wir. Ups. Volatus auch. R und Auram müssten wir haben, ne? Auram haben wir Auram. Ja, Auram haben wir auch nicht mehr viel. Magic und R. Ah, das wird knapp, aber immer noch günstiger als das andere, wenn ich... Also würde ich jetzt mal so behaupten. Das wäre dann einmal von Permutatio nach Terra, einmal ein bisschen Ordo hier.
Vitreos hier. Dann nochmal Ordo. Ist jetzt nicht mal... Habe ich schon vielleicht irgendein... Nee. Ach so, Aufnahmezeit ist aufgebraucht. Ja, gut. Ich dachte mir schon. So. Das heißt, wir forschen nächste Folge weiter. Und bis dahin würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.